Ich zeige euch einmal das Dilemma, wie es hier vorher aussieht. Das ist unsere Terrasse, die jetzt seit ein paar Monaten nicht genutzt wurde. Hier haben wir irgendwie, ja, keine Ahnung, keinen Bock mehr gehabt, da Fliesen drauf zu klatschen hier oben auf diesen kleinen Sockel. Das Resultat ist jetzt, dass der ganze, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das Fugenzeug, ist im Regen aufgegangen und ist jetzt, ja, kann man nicht mehr benutzen. Hier haben wir schon so ein bisschen Müll und sowas zusammengeräumt. Mein guter alter Teppich. Jetzt ist er kaputt. Da steht unser Grill, das Planschbecken, der Tisch. Den müsste ich auch mal wieder, das machen wir ja gleich, einmal sauber machen. Und dann halt den Boden. Der ist auch komplett dreckig. Hier da rein. Hier ein kleines Update zu gestern. Gestern war der letzte Vlog quasi. So, hier ein kleines kleiner Kräutergarten. Und meine Blümchen. Da saß ich gerade und habe ein Bild nachgemacht fürs Album von Quentin Kliemann, fürs Musikvideo. Und jeder, der will, kann da auch mitmachen. Da werden so die Frames nachgestellt. Und jetzt hoffe ich, dass ich da in seinem Musikvideo für eine Millisekunde erscheinen werde. Heute Morgen. Sehr, sehr professionell. Hier einfach mal eben so ein fixes Selfie. Und wie das geworden ist, das Foto, könnt ihr auf Instagram sehen. Das habe ich gerade gepostet. Total lame. Ich glaube, die meisten wissen auch gar nichts damit anzufangen, weil bisher hat es echt kaum Likes bekommen. Aber egal. Es geht ja ums Mitmachen, ne? Ums dabei sein. Schaka. So, ich habe jetzt hier das Formular ausgefüllt, damit ich jetzt rausgehen kann. Und zwar gehe ich, einkaufen gehen. So, ich gehe jetzt einkaufen. Ich wage mich nach draußen. Mein Freund meinte gerade, nimm eine Maske mit, aber in Deutschland sind ja so die Meinungen, dass eine Maske nichts bringt. Was ich nicht so ganz verstehe. Wenn man die regelmäßig wechselt, alle 4 Stunden. Was ist das da? Ja. Schemulfine, Schemulina. Oui. Wenn man die alle 4 Stunden wechselt, hat man ja auch keine Infektionsgefahr bzw. Keimgefahr. Und in Frankreich sind nämlich nicht genügend Masken da, weil alle Masken aufsetzen. Naja, Steph hat auf jeden Fall jetzt gerade 2 Masken geholt. Aber ich nehme keine mit. Ich habe jetzt dieses Papier dabei. Oh, ist das warm. Es ist hier so warm. Zu. Oh, nein. Auf. Oh, das Ding nicht zu. Zu! Scheiße. Ja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie die Lage ist, ob ich überhaupt ins Geschäft rein darf, ob da eine Schlange ist, ob nur einer rein darf, wenn einer rauskommt. So war es zumindest jetzt in Paris, in den Nachrichten so. Mal schauen, wie es hier so auf dem Dorf abgeht und ob ich von der Polizei kontrolliert werde. Papier habe ich dabei. Let's go! Und ob die Regale leer sind oder schon wieder nach und nach aufgefüllt wurden. Oh, ich habe einen Pickel. Mal schauen. Es ist schon sehr leer hier. Die Gänge sind alle leer. Vereinzelt sehe ich mal einen so hier mit einer Maske rumlaufen. Die ganzen Verkäufer haben eine Maske auf. Aber gerade vor mir war eine Gruppe Jugendlicher mit 5 Jugendlichen, die zusammen ihren Einkauf machen. Das verstehe ich natürlich nicht, dass die hier noch zusammen abhängen. Da habe ich auch kein Verständnis für. Die haben erstmal einen bösen Blick kassiert. Mhm. Meine Schwäche sind so hier diese Regale mit den Waschmitteln, Putzmitteln und so. Da halte ich mich immer so lang auf, obwohl ich eigentlich nichts brauche. Jetzt habe ich, okay, Feuchttücher, die desinfizierend sind, mit eingepackt und nochmal so ein Bodenreiniger, der desinfizierend sein soll. Aber im Prinzip brauche ich nichts, aber trotzdem gucke ich mir hier alles an und die ganzen Marken, was da drin ist und wie das riecht. Ich finde es total geil hier. Ja. Ah, doch. Die brauche ich.
Man könnte meinen, dass das ein Hamsterkauf ist, ist es aber nicht. Das ist mein ganz normaler Wocheneinkauf. Wenn ihr meine Hauls kennt, dann wisst ihr das. So, ich habe den ganzen Einkauf eingeräumt und sogar noch ein Food Haul gedreht. Naja, ich packe jetzt auf jeden Fall, habe ich mir ein Candy ab, Erdbeere für Tiny, eine Oasis für Steph und noch eine Banane für Tiny als Nachmittagssnack. Und ich trinke diesen Latte Macchiato, der ist schon vom 27., hört ihr mich? Der ist schon vom 27.02., also angeblich abgelaufen. Aber ich habe ihn gerade probiert, der schmeckt noch, deswegen trinke ich den jetzt ganz schnell auf. Und Steph hat schon angefangen, die Terrasse oben sauber zu machen, während ich hier den Food Hall gedreht habe. Alter, mir ist so warm. Ich bin so am Schwitzen. So, gehen wir mal hoch. Ach so, was ich gerade noch sagen wollte zum Thema Einkauf. Es waren ziemlich wenige Leute da, selbstverständlich. Und die Stimmung war auch ganz komisch. Also keiner hat irgendwie auch nur Bonjour gesagt oder sich unterhalten. Mama? Ja? Hast du einen Putzelbaum gemacht? Ja. Vom Bett runter? Ja. Zeig nochmal. Ja. Nein, tat weh? Hast du weh getan? Ui. Guck mal, ich habe dir eine Banane geholt. Banane? Kenn die ab und das ist für Papa. Ist für mich. Ja, ja, das ist für dich. Dann zieh dir mal deine Hose an, dann können wir auch auf die Terrasse gehen. Soll ich das machen? Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, war die Stimmung ganz komisch. Und ich habe viele, viele, viele alte Leute gesehen, also weit über 70. Das fand ich auch irgendwie. Ja, warte, das nehme ich mit raus. Guck mal, wie der Papa hier schon fleißig ist. Hat er schon alles hier weggeräumt. Und jetzt macht er den Boden sauber. Der Tisch ist sauber. Mein schöner pinker Tisch. Wow, die Stühle sind sauber. Ne, die Stühle müssen noch abgeputzt werden. Wow. Schön. Schönes Wetter. Können wir heute grillen. Papa! Guck mal. Kuchen. Mais le javel, apparemment, ça attire les chats, donc du coup. Non, après... non, c'est pas ça attire les chats. De toute façon, il n'y a rien de pire que ça leur démerde. Donc, tu passes. J'achèterai 4 litres de javel et un fusil à pompe. Gut geholfen, einmal den ganzen groben Dreck vom Winter hier abzuwischen, vom Rahmen und so. Und jetzt kommt wieder mein neu geliebtes, was ich neu habe hier, WS1.
Yippie-dippie-doo. Kommt jetzt dran und damit putze ich einmal hier die kompletten Fenster ab. Schütteln und dann zit, 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 zit. Der groben Seite erst. Achso, jetzt muss ich die Hände abtrocknen. Und ich mache meine Hände ab. Das ist kein Handtuch. Auch ein kleines Eis verdient. Ein selbstgemachtes Fruchteeis. Früchteeis. Gute? Lecker? Mhm. Mhm. Warte. Dankeschön. Lecker. Du bist so süß, du hast einen ganz roten Mund. Wow. Cool, man. So sieht jetzt die Terrasse nachher aus. Der Boden ist sauber, der Tisch und die Stühle sind sauber. Heute Abend können wir ein bisschen grillen. Die Fliesen haben wir jetzt nicht gemacht, das dauert zu lange einfach. Und. Ja, die Fenster hier sind sauber, das muss ich jetzt gerade noch machen. Und diese Planen sind nachher, um den Tisch abzudecken und um den Grill abzudecken. Nein, das ist mein Putzwasser. Genau. Schön in der Abendsonne. So, wir grillen jetzt. Die Sonne ist zwar schon weg, naja, fast. Aber wir machen jetzt noch ein kleines Barbecue zu dritt. Und ich beende das Video an dieser Stelle und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.